So, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, ich nehme jetzt gerade ein bisschen auf unseriösen Zeiten gerade wieder auf. Naja, Schlafkoma, das Essen war wieder lecker und ja, man kennt es, wer mich kennt, hat mich das Schlafkoma ein bisschen sehr heftig ausgenockt. Ich glaube, ich nehme jetzt gerade so Sonntag oder sprich Montagmorgen um 4.12 Uhr gerade auf. Aber bevor ihr... Naja, nachher um 15 Uhr soll ja der Part hier kommen, deswegen nehme ich jetzt gerade noch schnell auf und werde dann nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, dann nochmal ganz frisch aufnehmen, dann die restlichen Parts, damit die Woche auch schön ausgesorgt ist. Aber nun zum Spiel. Wir sind hier gerade auf Kakarikos Friedhof. Wir gucken uns hier das Schild mal an. Grausige Grabgruseltour. Von 18 bis 21 Uhr. Boris, der Totengräber. Alles klar. Okay. Wir gehen jetzt mal kurz. Ja, danke, aber warte mal kurz. Das ist doch eine Perspektive hier, Leute. So, besser. Rip. Hier ruhen die Seelen derer, die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shikar, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Und ich muss mal eben kurz hier einen Cut machen. Ich glaube, ich muss gerade mal husten. So, gut. Geht wieder weiter. Oder kann wir versuchen, noch ein paar Hüsterchen müssen ja nicht in der Aufnahme sein und so. Außer die, die jetzt urplötzlich kommen. Da kann ich auch manchmal nicht aufpassen. So, du knirpst, was willst du denn? Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Ja. Kackst die Hose. Ich meine, du nässt dich ein oder so. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Nö. Creepy, mein Kerl. Ja, aber sonst, nein. Spaß beiseite. Oh, warte mal. Ich glaube, ich könnte... Ich glaube, wenn ich jetzt hier... Also... Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Petze, 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 Petze. Kein Wunder, dass keiner mit dir spielen will. So. was haben wir hier für interessante Gräber hier? So, Gebrüder Bramstein. Königlicher Tonsetzer, Johann der Ältere. Rip. Ja, komm her, komm her, komm her. Komm her, du. So, das ist so eine Art Irrlicht. Wenn man sich aber genau, das ist genauso wie bei Buhu verhalten, wenn man sie so lange anglotzt, ne? Ja, dann können sie dich, machen sie sich unsichtbar. Ich kann das ein bisschen leicht veräppeln und sie auf so eine Position bleiben. So, weil jetzt wird er sicher nicht beobachtet und jetzt kann ich den hier. Boah, ernsthaft jetzt. Ja, toll, Navi. Navi, du Heldin. Ja, jetzt. Boah, jetzt wieder. Ernsthaft. Zack. Noch ein Kron, er kriegt nicht mehr. Und zack. So, hab dich. Aus dem. Wieder. Lustig wieder. Der Geist sieht ein bisschen aus wie. Ne? Mario. Ah, du hast mich bezwungen. Unglaublich. Wie? Du bist doch nicht einer von Gandalfs Schergen, oder? Als Gespenst muss ich mich so komisch benehmen. Tut mir leid. Als dann, ich glaube, ich stelle mich mal vor. Ich bin einer der geisterhaften Komponistenbrüder von Kakariko. Wie alle Hylianer, so dienten auch wir dem König dieses Landes. Wir, die Gebrüder Bramstein, waren beauftragt, die mystische Macht der königlichen Familie zu untersuchen. Wir haben bis jetzt die Macht des Triforce nicht erklären können. Aber unsere Studien zur Macht über die Zeiten mit Tönen einer Ocarina haben wir fast abgeschlossen. Aber warte mal, ich muss schon wieder. So, weiter geht's. Um ehrlich zu sein, wir haben unsere Studien dazu bereits beendet. Wir wären berühmt geworden, wenn dieser widerliche Gandalf nicht versucht hätte, die Aufzeichnungen zu stehlen. Wir konnten es nicht zulassen, dass er die Früchte unserer Arbeit an sich reißt. Daher haben wir unser Leben riskiert, um diese Geheimnisse zu bewahren.
Möchtest du unsere Geschichte noch einmal hören? Nee, haben wir schon genug gehört jetzt. Okay. Ja, wenn wir jetzt hier rechts schauen, da ist dann hier der Ludwig der Jüngere. Wie zu erwarten, sieht er auch ein bisschen leicht aus wie Luigi. Ja. So, gucken, ob ich den so... Ja, er verzieht sich den Band. Ist das dein Ernst jetzt? Kommst du mal wieder zurück? Ja, Tüdeligen, komm raus da. Das finde ich aber nicht cool von dir. Ja, kommt er ja. Komm mal her, du. Oh, hoffe ich hau ihn jetzt nicht so in die Wand. Ich muss auch passen, nicht auszusehen. Warte, vielleicht mache ich so. Ja, jetzt sind wir wieder. Na, ach dich. Nein, das bist du nicht. Ja. Okay, wieder. Na, oh. Ah, ich bin wieder besiegt. Was? Du schon wieder? Wenn ich dich so ansehe, muss ich an Prinzessin Zelda denken. Da du offenbar mit der Königsfamilie in Kontakt stehst, kann ich dir ein wenig mehr über uns erzählen. Damals nannten uns die Leute überall die tadellosen Tonsetzer, da wir viele Meisterwerke komponiert haben. Aber wir waren nicht nur Komponisten. Wir hatten auch einen Auftrag. Wir sollten die geheimnisvollen Kräfte der hylanischen Königsfamilie untersuchen. Unsere Namen wären in die Geschichte Hyrules eingegangen, wenn wir unsere Studien beendet hätten. Wir haben diese Studien natürlich stets streng geheim gehalten. Mein Bruder und ich studierten verschiedene Melodien. Eine den Mond zu beschwören und eine andere die Sonne herbeizurufen. Da du von einem Angehörigen des Königshauses geschickt wurdest, will ich dir von den Ergebnissen unserer Untersuchungen berichten. Sie stehen geschrieben auf den königlichen Grabstein. Zeige auf musikalische Weise, dass du in königlicher königlichen Auftrag unterwegs bist, wenn du auf dem Triforce vor dem Grab stehst. Möchtest du unsere Geschichte noch einmal hören? Nein. Oh, jetzt werden sie auch nicht mehr kommen. So, das werden wir nämlich jetzt auch machen, hier. Ja. Steht Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Ja, und hier können wir auch nochmal, lesen. Königsgrab. Aha. Dann stellen wir uns hier hin. Nehmen unsere Ocarina, unsere Feen-Ocarina zur Hand. Okay, was passiert jetzt? Oh, Blitze, Blitze. Away. That's the way. Aha, aha, I like it. So, wir landen jetzt nicht wieder in der Kanone wie bei Super Mario 64, auch wenn mir hier dieser Eingang so vertraut vorkommt aus der Mario 64 Teil und ich höre komische Gegnermusik. Ah. What's that? Ein Flederbeißer. Um ihn effektiv zu treffen, du kannst ihn auch anvisieren, wenn er auf davon fliegt. Die hauen wir alle weg, weil hier ist ja dieses typische von mach die Gegner alle platt. Moment, ich muss mal eben kurz nach links. Ich glaube, so reicht. Ja, da reicht auch schon. Und einmal. Moment, ich muss noch ein bisschen. Ich höre die Musik. Irgendwo ist noch einer. Da haben wir einen. Okay. Oh, da waren schon alle? Ich dachte, links wäre noch an der Wand einer gewesen. Okay. Lesen. Erleuchtet die lebenden Toten.
eine andere Möglichkeit, glaube ich. Also die Fackeln sind es nicht. Obwohl, ich könnte mal aus Schützendollerei. Ach, shit. Ist ja kein Feuer hier gerade. Ist aber jetzt nicht so schlimm für mich. So. Jetzt kommen hier richtig böse Gegner. Also, ich muss gestehen, damals noch, wo ich als Kleinkind das Spiel gezockt hatte hier noch, habe ich die Viecher ganz schön, kam mir eine Gänsehaut von denen, ganz ehrlich, diese Zombies. Also die muss ich sagen, Respekt an Nintendo, also da haben sie mich wirklich erwischt. Deswegen glaube ich durch den Schleim, um mir Schaden zu verpassen, weil wenn sie die mich nicht erwischen, ja, wie jetzt zum Beispiel, wenn sie dich anschauen, paralysieren sie dich nämlich. Hechtsprung getimt. Jetzt der Blau K.O. Ja, hier nochmal extra nochmal. Ein Zombie, sein Blick parasiert dich. Wenn der dich anspringt, versuche durch einen Knopfdruck zu flüchten. Ein bisschen dann mal so verrückt A tippen oder so. Ja, du legst dich mal da. Oh. Jetzt hat er uns noch nicht beachtet. Noch nicht. Aua. Ja, mit meinem Bart da, dem Schleim oder was auch immer das sein möge, Säure, whatever, Ektoplasma. Gut. Dieses Gedicht wurde in Gedenken an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht, erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zum Mond und zur Sonne erneut, ewige Ruhe die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Ja, kann man nennen. Das ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Neues Lied. La 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 la. Und wir haben die Hymne der Sonne gespielt. Und hey, was macht sie so Schönes? Zack, Stockduster. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Mit der kann man mich jetzt schön, ohne draußen zu warten, bis es Tag und Nacht wird, kann man mich schön mit diesem Lied hier schön die Tageszeiten wechseln. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Und ich krieg gerade einen Schluck auf. What the hell ist heute los? Erst gleich ein Hustenanfall, dann trocknet mir der Hals ein und jetzt. Die leben auch wieder. Lol. Sich, aber wie gerade da stand, erleuchtet die Toten, ne? Komm nicht jetzt schön hier. Zack, 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 zack. Ja, jetzt sind sie nämlich betäubt. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit denen anzulegen, weil lohnt sie nicht. Und die Hymne der Sonne funktioniert auch nur außerhalb. Also das war jetzt nur ein Beispiel gewesen. Deswegen nicht wundern, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Ich kann mal kurz mal hier mal gucken. Mal schauen, ob hier was passiert. Oh, guck mal, hier haben wir. Ich glaube, hier kommt ja so eine Riesenfee. Ich glaube, die können wir nicht fangen, oder? Warte mal. Ist das so eine Powerfee vielleicht hier? So. Ne. Die lässt sich nicht fangen. Ja, ist so. Ja, die lässt sich nicht fangen. Und die tut komplett heilen, komplett und. Ja, komplett heißt komplett alles. Jetzt würde ich mal ein bisschen Rubine ausgeben. Und zwar, da unten läuft ja der gute Boris, der Totengräber.
Und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, mir direkt hier ein... Warte, ich muss den kurz laufen lassen. Lass den mal eben laufen hier, weil ich will, dass er hier genau hier stehen bleibt. Ja. Hey Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Das sagen sie alle. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Also, ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden's heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Ja. 5. Rubine noch, verdammt. Ja, es ist nämlich die Möglichkeit, man kann hier ein Herzteil kriegen. Das Problem ist, ich muss den jetzt laufen lassen und das kann jetzt ein bisschen dauern. Schalalalala, weil mich in einem der Löcher hier ist was Besonderes zu finden. Und dazu muss ich jetzt ihn hier leider ein bisschen daukeln lassen, den Herren hier. Warum bleibt er da stehen? Komm, du Eierkopf. Da ist nichts. Ich brauche manchmal Laufpausen. Ja, hier kannst du graben. Ja, kannst hier meinen graben. Da ist es, das, was ich gesucht habe. Dankeschön, Boris. Und wieder ein Herzteil und schon einmal 2 Stück. Wunderbar. So, noch eine Kleinigkeit kann man auch noch hier finden. Außer die Skulltulas sind ja auch noch da. Aber an den Heini komme ich jetzt gerade nicht ran, weil, bisschen, leider noch vom... Bisschen für mich zu entfernt hinzukriegen. So, hier kann man nämlich dieses Grab hier öffnen mit den Blumen hier. So, da kann man nämlich auch noch was holen. Da, oh ja, shit. Da hinten kann ich, sage ich euch noch nicht. Aber hier, wenn man diese Truhe jetzt hier öffnet, kriegen wir hier was Schönes. Nämlich ein, das Julianische Schild haben wir direkt hier. Da haben wir uns das schöne Geld gespart. Ja, können es auch mal kurz ausrüsten. Leider, wie gesagt, im letzten Part wurde ja erwähnt, leider uns noch zu groß, das Schild. Weil, auch wenn es, muss ich sagen, vom Design sind alle meiner favoriten Schilder aus den Zelda-Teilen, weil ich mag dieses Design sehr. Weiß nicht warum. Es hat mich schon so nice. Link. Gesundheit. Ich wusste gar nicht, dass es so kalt da unten ist. Warte mal, keine Ahnung. Ich will das nochmal sehen. Gut. Link, mach das doch nochmal. Ich will das mal von vorne sehen, von der Front. Ah, jetzt machst du natürlich nicht, ne? Ja, Vorführeffekte, das wäre ja typisch bei dir, weißt du? Wenn ich mal sage, oh, das muss ich zeigen, dann nimmst du dir schön Zeit. Dann willst du mich jetzt schön ärgern, wa? Ah. Gesundheit. Ja, dann würde ich mal sagen, raus aus dem kalten Loch, wa? So, jetzt machen wir auch nochmal so andere Dinge, die wir hier machen können. Ich muss mal ganz kurz auf Statusbildschirm gehen. Da, wir haben 7 Stück gerade. Ich müsste eigentlich die Möglichkeit haben, jetzt glaube ich einen 10er hier voll zu machen. Moment, ist es ja dunkel. Oh, warte mal, wir sind ja noch gar nicht hier drin gewesen, hier oben. Das sollten wir mal noch dringend erledigen, was ich jetzt auch mache kurz. Ja, nicht alles hier. Ah. Fragezeichen, ja. It's a storm, it's a rain, it's the fucking... Okay, ich mag es im Rhythmus dieser müde Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe die Musik. Ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt. Ja, das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Da, 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 da. It's a storm, it's a rain, it's the fucking... Okay, nein, Quatsch.
Grüße gehen euch raus, okay. Schmörbel. So, ja, Herzteil da oben. Kommen wir aber im Moment noch nicht dran. Das dauert erstmal eine Weile, bis wir da rankommen. Deswegen ignorieren wir den erstmal für eine Weile. Ich mache lieber hier dieses Ding hier kaputt, weil ich habe Spaß dran, Sachen kaputt zu machen manchmal. So, der Brunnen hier. Brunnen des Grauens, düster, tief, unheimlich. Ja, Moment, aber... Ja, wir haben gerade die Skaltula. Moment, ist hier Wasser. Können wir noch nicht leeren. Deswegen... Können wir das auch erstmal erklären. So, wir hören aber den vertrauten Ton. Da. Den da. Den schnappen wir uns nämlich jetzt direkt. Autsch. Ich habe mich gerade außerdem mit dem Schwertabprall mich selber runtergestoßen. So, das ist Nummer 8. Schon mal. Ja. So, ich meine noch, ich glaube, hier an der Wand. Ah, genau, hier an der Wand war einer. Oh, das war natürlich Schlag ins Nirgends. So, Nummer 9. Bäh. Ah, dann haben wir noch den Knödel hier da, der Typ hier, der hier rumsitzt. Das ist der Sohn von dem Baumeister hier. Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Okay. So, schauen wir hier nochmal vor. Da haben wir noch eine Skulltula. Zack. Da haben wir den nächsten. Ich glaube, das war jetzt Nummer 10 schon. Da haben wir schon die 10 zusammen. Tatsächlich, ich habe schon die 10 zusammen. Ja, das ist gut. Okay, das ist... Mhm. Gucken wir mal hier rein. Hier gibt es nichts. Was ist hier? Ach, hier kommt man... Oh, der steht hier die ganze Zeit im Weg und macht auch nichts. Ich habe gehört, das Haus unseres Chefs liegt direkt hinter diesem, aber er will nicht, dass wir es wissen. Warte mal, wir wissen doch, dass da eine... Okay, das will ich jetzt nicht wissen. Hier wohnt der Kacker von dem Friedhof gerade. Oh, mein Sohn schläft gerade. Bitte komm doch später wieder, wenn du mit ihm spielen willst. Will ich mit ihm spielen, für ein paar... Ah, sagen wir nicht. Ja. Wir machen mal ganz kurz mal da oben, da oben. Ah, da ist er. Das war jetzt ein bisschen nervig, jetzt da die ganze Leiter wieder hochzuklettern. Ja, danke. Das ist Nummer 11 schon mal. Aber man hat hier eine schöne Aussicht, muss man ja sagen. Hier kann man sich hier umschauen in Kakariko. Und da unten sitzt da der Heini da. Der da, der... Lass uns mal kurz runterfallen. Ich hab's keinen Bock. Reicht schon, kein Problem, Link. Oh, der Typ da. Ja. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich kann nur noch dauernd die Sterne anschauen. Lass mich mal. Ja. Der wird doch eigentlich verhungern oder so. Die werfen ihn vielleicht Essen hoch, irgendeiner oder so. Ich hab keine Ahnung. Spiellogik, ne? Sagen wir jetzt nichts so. So, in das Haus oben gehe ich auch gleich noch hinein, aber jetzt muss ich kurz noch mal hier hinein. Oh, ich guck gerade schon, wir haben ja schon ganz schön heftige Zeitverbrauch hier. What the fuck? Aber nicht schlimm. So. Bevor ich mit dir rede. So. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skulltulas lastet, aber... Du hast 11 Skulltulas zerstört. Daher lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulltulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Alles klar, aber aus Gewohnheit... Tut mir leid. So, wir haben den ersten jetzt auch schon gerettet, wenn wir 10 gesammelt haben.
Der Fluch ist Sommel genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh ja, die ist sogar sehr wertvoll für mich, weil wir haben jetzt eine größere Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Ja, finde ich sehr praktisch. Die brauche ich auch. Bald gibt auch der einen oder anderen Läden, Händler und so, die wollen mehr Rubine, als wir überhaupt tragen können. Das ist in der Stadt gut. Können wir mich jetzt so schön bequem. Ah, okay. Guck mal, jetzt gab es noch einen Zeitknopf. Ich werde jetzt noch hier oben in das Häuschen nochmal reingehen. Ein bisschen hier und da checken. Und dann denke ich mal, wäre alles okay. It's alright. Ist doch schon wieder angenehm, ein paar Runden mehr tragen zu können. Ja, was willst du? In diesem Haus lebte einst die mächtige Imba. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Shikar. Aber jetzt kann jeder hier leben. Oh, okay. Oh. Macht es dir Spaß, fremde Leute so zu später Stunde noch zu belästigen? Du hast wohl gar keine Erziehung genossen. Na egal. Die Frau kümmert sich um die Hühner, reagiert aber allergisch auf Federn. Na egal. Hm. Ärgere die Hühner bitte nicht. Nein, nein. Am Hühner. Da, 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 da. Mö! Was? Entschuldigung. So. Ich würde mal jetzt sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Schnitti. Schnitt, ja. Und würde sagen, bis morgen, bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bye, bye. Ciao, ciao.